Es ist Zeit, sich die Welt neu anzusehen. Wir sind reif, über Grenzen hinauszugehen. Frei von Hass und Vorurteilen ziehen wir hier am selben Seil. Egal ob Bosnien, Irak oder die Türkei, unsere Schule ist von überall her dabei. Wir sind hier international, die Herkunft ist uns ganz egal. Man lernt hier nicht nur 10x10, sondern andere zu verstehen. Man lernt hier nicht nur 10x10, sondern andere zu verstehen. Wirklich eine ganz große Bereicherung für dieses Publikum. Danke, dass ihr gekommen seid, danke, dass ihr gewartet habt. Es war ein bisschen überspätend, dass ihr dran gekommen seid. Umso mehr waren wir gespannt auf das Publikum. Vielen, vielen Dank. Danke auch. Dänemark, Israel, Jordanien, Libanon, Niederlande, Österreich, Türkei und Ungarn sein. Das Projekt startete mit einem Teacher Training im Mai 2007. Und Akzente zu setzen für ein friedliches Zusammenleben, gibt es eben dieses Forum und die Anna Lindh Foundation, die nach der ermordeten schwedischen Außenministerin benannt worden ist, fördert Projekte im Rahmen dieser sogenannten Euromed, also europäisch-mediterranen Zone. Die das auch gemacht haben und die dann Programme und Projekte entwickelt haben, die sie in ihren Schulen, mit ihren Schulen in diesen kleineren Gruppen, die Gruppe nannte sich Cement Diversity Without Concrete. Und die fünfte Gruppe, die Art of Life, also sehr umfassendes Themenspektrum, wie man sieht. Der 40. Jahrestag von 1968, wo es genauso Gewaltausbrüche unter Jugendlichen gegeben hat. Also ich würde es ein bisschen, einerseits ein bisschen relativieren. Es ist nicht etwas, was jetzt so völlig anders ist, als vielleicht in früheren Zeiten auch. Das Zweite, was ich glaube, was schon eine sehr wichtige Rolle spielt, ist, dass man diese Gewaltbereitschaft nicht hauptsächlich auf die individuelle Ebene schieben darf. Also dass man sagt, weil die Jugendlichen heute so schlecht, so gewaltbereit sind, darum passieren solche Sachen, sondern dass es natürlich eine gesellschaftliche Entwicklung ist. Also für mich ein ganz wichtiger Punkt dabei ist diese, die Individualisierung, würde ich jetzt einmal sagen, und der Druck, der auf jeden und jeder Einzelnen lastet, von der Gesellschaft her und in der Gesellschaft Ansprüche erfüllen zu müssen, ob das jetzt Beruf ist. Das heißt nämlich, dass sich alle Lehrer und Lehrerinnen darum kümmern sollen, müssen, aber es nicht irgendwo verankert ist. Wie und wo. Ich sage jetzt, also dieses natürliche Prinzip der Friedenspädagogik, ja, wie es sein sollte als Unterrichtsprinzip, dem müssen wir uns stellen, weil wir es auch täglich erleben. Wir erleben täglich Konfliktsituationen, entweder in der Klasse, entweder weil wir sie provozieren auch. Wie gehen wir mit Aggressionspotenzial um? Weil ich glaube auch, so wie du sagst, ja, dass es das immer gegeben hat. Aber dass die Rolle der Erwachsenen und der Lehrer, sage ich jetzt, sich schon verändert hat. Und dass wir wahrscheinlich wie Eltern auch, ja, oder ganz sicher wie Eltern auch, gefordert sind, immer wieder zu argumentieren. Da reicht ein Nein nicht. Sondern man diskutiert und methodisch findet man dann gemeinsame Lösungsschritte. Im Zeitrahmen bleiben. Ich möchte einen großen Dank aussprechen an Peter Küchenmacher, an den Himmelern, an den für wunderbare Beiträge und auch ein interessiertes, engagiertes Publikum mit vielen Fragen und so weiter.
Pax Christi International.